Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Drachen Aufstieg von dem Berg. Es ist Sonntag und das heißt, heute gibt es auch wieder meine Grüße an euch. Heute ist da einiges zusammengekommen, deswegen mache ich hier direkt mal den Anfang. Mein erster Gruß geht an den Jonas Stieghahn. Außerdem liebe Grüße an die Alexandra Schiefer. Muss ich erstmal schauen, ich habe hier so klein geschrieben. An die Angelina Berger. Dann haben wir hier noch einen Jonas, und zwar den Jonas Wiedemuth. Außerdem noch an KTS und ihren Bruder Sebastian. Und noch an den Patrick Brunner. Ganz, ganz liebe Grüße hier an euch. Und gucken wir jetzt hier mal alle zusammen, was heute so ansteht. Gut. Okay, ich würde sagen, als erste Amtshandlung sammeln wir hier wie immer erstmal unser ganzes Zeugs ein. Ich wurde jetzt auch darauf angesprochen, ob ich nicht Walkerschrecken der Meere leveln möchte. Würde ich gerne. Ich würde ihn gerne mit als erstes auf 30 bringen, aber ich brauche jetzt schon für Level 25 480.000 Holz. Und das übersteigt schon alleine meine Holzlagerkapazität. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Oh, nee. Ich wollte nicht rufen. Gut. Regenschneider, was braucht ihr eigentlich, damit ich ihn weiterleveln kann? Und was würdet ihr kriegen auf dem nächsten Level? Der würde 165 Holz und Fisch mitbringen, etwas mehr. Und würde eins bekommen auf Fernangriff. Was jetzt eigentlich ziemlich wurscht ist. Kosten würde uns das 10.000. Das ist doch echt nicht teuer. Ich würde fast sagen, das machen wir mal. Leveln wir mal den Regenschneider. Der ist zwar noch weit, weit entfernt von Level 30, aber ich finde ihn trotzdem eigentlich gut. Okay. Tödlicher Nadel, dich möchte ich auch gerne als nächstes weiter leveln. Haben wir noch irgendwo Fisch rumfliegen? Hier hinten aber nicht viel. Egal. Wir können nicht bis Level 27 füttern. Immerhin der nächste Drache geht stramm auf Level 30 zu. Und zum Leveln brauchen wir jetzt 155.000 Holz. Das reicht nicht ganz, was wir dafür haben. Müssen wir noch ein kleines bisschen sparen. Okay. Aber so lang ist das gar nicht mehr. So, ohne Zahn. Hicks, habt ihr uns das mitgebracht? Einen Anker. Das heißt, wir haben eine Sammlung fertig. Und zwar haben wir diese schicke Sammlung fertig. Wir bekommen jetzt 51.100 Fische. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz super nett hier zu haben. Oh, habe ich noch was fertig? Das wäre jetzt die nächste Stufe. Brauchen wir Muscheln, 15 Zähne und 2 Anker für. Aber irgendwas habe ich doch noch fertig, oder? Nö. Ach, das wäre jetzt einfach nur, weil ich was Neues bekommen habe. Okay. Ja, doch. Okay. Also. Ich versuche jetzt nochmal mein Glück. Diesmal hole ich die anderen beiden Drachen schon früher in den Kampf rein. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich hätte mir vorher nochmal angucken müssen. Jetzt weiß ich selber nicht mehr, von welcher Richtung ich angegriffen habe. Doch, ich glaube, von oben habe ich drauf geschossen. So, diesmal aber direkt mit allen Drachen. Denn ohne Zahn bekommt ihr am Anfang sehr wohl Schaden. So, damit wir unsere Drachen unterstützen können, feuern wir hier schon mal drauf, dass da schon mal ein bisschen was weg ist. Aber ich muss sagen, die haben schon verdammt viel einstecken müssen hier. Das wird wieder nichts. Es wird wieder nichts. Unser Schockdrachen ist jetzt schon weg. Aber guckt mal da, das kleine Schiff feuert nicht auf Walkerschrecken oder auf ohne Zahn. Das heißt, jetzt haben wir hier ohne Zahn und Walkerschrecken zum Angreifen. Und ich meine, Walkerschrecken macht deutlich mehr Schaden als alle anderen Drachen, die ich habe. Ich glaube nicht, dass wir den Schlüssel retten können. Der ist nämlich jetzt mit dem nächsten Schuss weg. Aber wir sind jetzt schon auf, ja, einen Balken. Jetzt haben wir schon, sind wir schon drunter. Also zwei Schlüssel kriegen wir diesmal auf jeden Fall gerettet. Das ist doch schon eher was, womit ich leben kann. So, einmal kommt es noch zum Feuern.
Aber jetzt ist das Schiff auch platt. Das sieht doch viel, viel besser aus als das letzte Mal. Juhu, Sieg! Yay, immerhin 2 Schlüssel haben wir bekommen. Ja, wie gesagt, das ist doch was, womit ich leben kann. Das ist in Ordnung. Okay. Wir werden nicht aufgeben. Die Verbannten können Schiffe so schnell wieder aufbauen, wie Berg Drachen trainieren kann. Na, dann macht ihr mal. Was haben wir hier drin? 3 Zahnräder und hier 7 Runen. Okay. Astrid, ich bin fast fertig mit der Geheimwaffe, die wir brauchen, um Alvin zu besiegen. Aber ich brauche ein bisschen mehr Zeit und mehr Papier. Grobian kann dir das Papier besorgen. Ich verschaffe dir die Zeit. Okay. Ja, cool. Wieder eine weitere Flotte besiegt. Ja, ich will nicht sagen, dass es durchgeht wie ein warmes Wasser durch einen Block Butter. Also das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber ich finde trotzdem, dass es eigentlich recht gut funktioniert hier dafür, dass die Drachen eigentlich noch teilweise recht niedrig sind vom Level. Ich schicke jetzt hier den guten ohne Zahn. Krallenkrabbler, der ist ja auch süß. Aber den können wir irgendwann noch kriegen. Von daher wäre es Quatsch. Ich möchte jetzt mit ohne Zahn für 6 Stunden Rülpser und Kotztütes Partner suchen. Das habe ich in der letzten Folge ganz verpeilt. Der ist erstens verdammt stark im Angreifen. Eigentlich nur im Angreifen. Das ist fischtechnisch, fisch- und holztechnisch kann man den eigentlich vergessen. Aber ist eigentlich ganz knuffig. Deswegen sucht man den jetzt mal. 6 Stunden, wie lange geht die Aktion? Noch 41 Stunden. Ich würde sagen, wir versuchen es erstmal mit einer Tasche. Wenn wir kurz davor sind, dass die Zeit abläuft, dann können wir immer noch eine zweite Tasche dazu kaufen. Wenn ich denn dran denke und drauf achte. So, okay. Dann würde ich sagen, haben wir hier jetzt erstmal wieder unsere Aufgaben erledigt. Das heißt, mir bleibt nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Restsonntag zu wünschen, einen angenehmen Start in die Woche und wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss!